Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei den Herausforderungen New Super Mario Bros. U. Wir gehen jetzt mal wieder in One-Up-Rally, weil ich Buttons, die Maxi Gumba Rumba Rally einfach gerade ein bisschen Lust darauf habe. Die Herausforderung kenne ich, die ist ein bisschen tricky, weil man hier die Panzer hinten mitnehmen muss. Ja, es war wunderbar. Man muss die Panzer hinten mitnehmen und muss dann später nochmal auf die Panzer. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht, aber gucken wir einfach mal. Ich würde hier einfach mal mit ein bisschen Speed hoch. Genau, ungefähr so will ich das mal machen. Und dann erstmal zurück die ganzen Gumbas töten und dann nochmal irgendwie auf den Panzer drauf kommen. Okay, so, und jetzt hier einfach die Gumbas töten. Ah, ja, ich hatte Angst, dass er zu weit wegläuft. Deswegen habe ich dann mir dann überlegt, ja, du musst jetzt erstmal die Außen kaputt machen, damit die nicht so lang, so weit weglaufen. Auf den ersten, auf den dritten, auf den Cooper und dann zurück. Das ist die Taktik, die ich jetzt hier angehe. Ich habe keine Ahnung, ob die richtig ist. Wie gesagt, ich kenne die Herausforderung, aber als ich das gesehen habe, das ist schon ewig her. Ach, scheiße. Es ist nicht so einfach, die bewegen sich alle. Oh, da musst du mit dem Kopf halt genau richtig da sein. Auf dem Po... Oh, ist eine schöne Pflanze da im Hintergrund, wa? Ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. So, genau. Jetzt hier erstmal euch beide. Wunderbar. Ein bisschen zittern. Ich bin so ein Zittertyp. Ich weiß gar nicht, ob das dann so reicht. Ich mach einfach mal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ah, 15, 16, 17. Ja, das reicht. Nur da bin ich dann ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber so wie ich das mache, sollte das funktionieren. Finde ich schon mal ganz gut. Sollten wir früher oder später hinbekommen. Ah. Was ich natürlich auch machen könnte, fällt mir gerade so ein. Wenn ich die letzten Herausforderungen als Kommentary gestalten würde, dann könnte ich natürlich auch einfach alles zeigen und die ganze Sachen einfach im Speedraffer laufen lassen. Wobei der Speedraffer nicht ganz so viel Zeit wegbringt. Also eine Stunde im Speedraffer wird trotzdem noch bestimmt 40 bis 30 Minuten sein. Also, ich glaube es. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das ist. Naja, konzentrieren wir uns hier erstmal auf die One-Ups. Einfach alles jetzt abräumen. Und, ja, und zack. 19 One-Ups geschafft. Wunderbar. Ja, das hat gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich bin natürlich auch jetzt voll im Training, ne? Nach dem Luigi-DLC, den ich schon komplett durchgespielt habe, bin ich natürlich jetzt hier mitten im Training, obwohl ich ein bisschen Angst hatte, dass ich mit der neuen Engine ein bisschen Probleme habe, beziehungsweise mit der neuen alten Engine. Aber es funktioniert. Machen wir jetzt eine Münz-Challenge oder fangen wir... Ich weiß halt jetzt nicht, wenn ich jetzt hier Maxi-Eigluck-Übersteiger anfange... Ich weiß halt nicht, ich kann nicht garantieren, dass ich das in diesem Part zu Ende mache. Oder wir konzentrieren uns erstmal hier auf die einfachen Sachen. Was ist daran so großartig schwierig? Nee, komm, wir machen mal Meide die... Ist das das erst? Ja, genau. Wir machen mal Meide die Münzen. Mal wieder hier ein bisschen mehr Schwierigkeit reinbringen. Ja, genau. Ungefähr so meidet man die Münzen. Ist egal, ich will mir erstmal das Level angucken. Und zack. Sehr gut. Ja gut, die zwei Münzen, die ich da jetzt eingesammelt habe, die kann man irgendwie umgehen. Also das sollte machbar sein. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie wir hier den Rest gestalten. In den Wolken darf man nicht keine Drehattacke machen, weil da Münzen rauskommen. Ja, das ist ja voll... Das ist doch voll easy noch. Das ist doch noch voll einfach. Ja, das müssten wir eigentlich relativ schnell hinbekommen. Sollten wir relativ schnell hinbekommen.
Ja, komm, ich will eine Goldmedaille. Das ist immer noch ein bisschen störend. Es ist ja jetzt sehr lange her, als die letzten. Vor der größeren Pause. Genau, ich glaube, die Münzen hatte ich eingesammelt. Boah, dann hätte das sogar richtig gut werden können, ne? Ich habe das schon mal erwähnt, deswegen wiederhole ich mich jetzt hier wahrscheinlich, aber ja, sauber, so macht man das, ne, so macht man das. Hier springe ich drüber, das ist einfacher, glaube ich, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Ja, das ist hier jetzt nicht mehr großartig schwierig. Ja, da sind wir auch schon durch. Ich hätte echt gedacht, dass wir da jetzt ein bisschen mehr Probleme haben, aber hat wunderbar gut funktioniert. Ja, gut. Bin ich zufrieden mit. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wir sind erst bei 5. Wir könnten doch eine Zeit-Challenge mal ausprobieren, ne? Ach komm, wenn wir nach 20 Minuten damit nicht fertig sind, dann machen wir halt... Nee, ja, die finde ich doch schwierig, glaube ich. Wenn ich nach 20 Minuten damit nicht fertig bin, also jetzt so in 14 Minuten, dann werde ich halt einfach im nächsten Part damit weitermachen, ne? Das war ja so schon mal so angedacht. Und das machen wir jetzt einfach so. Oder ich mache jetzt hier 10 Minuten und gucke dann nochmal, ob ich irgendwas Einfaches finde. Keine Ahnung, gucken wir mal. So, an zwei Stellen. Ah, an zwei Stellen habe ich schon Zeit verloren. Und hier die Stelle. Die habe ich, von der habe ich auch schon gehört. Die ominöse. Ja. Die ominöse. Wow, da muss ich hoch. Wassersäule, die Sozia, glaube ich, relativ arg gestresst hat. Das ist jetzt der kleine Vorteil, den ich habe. Da kenne ich natürlich schon ein bisschen. Ich weiß allerdings jetzt nicht genau, was die Lösung war. Oh, lauf, Junge. Ja, das wird natürlich nicht reichen. Aber wenn wir die Stellen wegmachen, die wir jetzt nicht so gut hingebracht haben, dann könnte das klappen. Das Problem ist natürlich jetzt, diese Stellen wegzukriegen. Wobei ein bisschen Zeit ging beim Start drauf, deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass das doch was werden kann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Speicher vor. Ja, das ist nervig, ne? Das ist, habe ich schon mal erwähnt, aber jetzt ist es ist Zeit. Wir haben sehr lange Zeit vergehen lassen zwischen den einzelnen Parts. Wenn ich das vor 3, 4 Parts erst erwähnt habe, dann tut's mir leid, aber ich finde das relativ nervig mit diesen. Ja. Mit diesen. Du hast eine Silbermedaille gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Speichern. Zurück, 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 zurück. Jetzt spielen. Echt? Warum? Oh, halt mal die Fresse. Ja, das war ein sehr guter Start. Allgemein habe ich das Gefühl gerade, dass ich die ganze Zeit den Start verpasse. Gut, das war jetzt doch in Ordnung. Ja, da habe ich ein bisschen zurückgelenkt. Das ist. Ja, da ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Zeit draufgegangen. Hier auch wieder. Nicht perfekt auf die Palme draufgekommen. Deswegen ein bisschen Zeit verloren, ein bisschen Geschwindigkeit eingebüßt. Und dann halt die Luftsäule, ja, die Wassersäule nicht so gut hingekriegt. Na, und hier wieder ein grober Fehler. Ja, gut, der Rest war nicht so schwierig. Wir müssen einmal perfekto durchkommen, dann wäre das ganz gut. Ja, hier lande ich wieder in den... Hier ist jetzt die große Frage, soll ich vorne landen oder kann ich sogar auf der hinteren landen? So wie ich jetzt gerade momentan mache, lande ich immer in den Seeigeln. Das liegt aber einfach daran, weil ich den... Ja, wieder. Ich war unentschlossen. Ich bin unentschlossen und ziehe den Sprung nicht richtig durch. Ich muss ihn entweder kürzer setzen oder ich muss ihn... Achso, ja, das war jetzt doof. Ich muss ihn entweder kürzer setzen oder ich muss ihn... länger machen, wenn das noch geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es fühlt sich zumindest... Ja, oder so. Ja, das war auch gut, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Zeit verloren habe. Wow! Okay. Oh, krass, ey. Ich hab das noch nie gesehen. Dass man die Säule so nehmen kann, wusste ich nicht. Ja, das war jetzt einfach meine Intuition, beziehungsweise ich habe mir halt einfach gedacht, springst du so hoch wie möglich bei der Wassersäule, weil
Ja, das war jetzt auch wieder sehr gut. Springst einfach so hoch wie möglich bei der Wassersäule, weil dann hast du halt weniger Zeit, wo die Wassersäule dich trifft. Ja, und dass man da aber drauf landen kann, das wusste ich nicht. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ein bisschen schade, weil das war ein mega geiler Versuch gerade. Das wäre locker die Goldmedaille geworden. Oh, fuck. Ja, sowas muss man dann auch einfach mal zu Ende bringen. Okay, das war ein bisschen strange. Warum laufe ich jetzt die ganze Zeit in den Koopa? Was habe ich denn hier vorhin anders gemacht? So habe ich, glaube ich, vorhin gemacht, genau. So ist es auch ganz gut. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So wie wir es machen, das ist sehr gut. Okay, jetzt Konzentration. Es kam gar nicht mehr so... Ach, halt doch die Fresse! Boah. Also in dem Moment, wo ich darüber rede, mich zu konzentrieren, mache ich den Fehler und springe in den Goomba. Ich kann nur hoffen, dass ich die... Ich kann nur hoffen, dass ich die Wassersäule immer so gut hinkriege. Weil das ist wirklich... Das ist die Stelle of the World und die kriege ich da gerade richtig gut hin. Oh, warum? Warum? Was mache ich denn jetzt falsch? Das ist immer das Gleiche, boah. Das ist immer das Gleiche. Aber wir lassen uns davon nicht entmutigen. Ja, ich habe so... Ja, das war jetzt wieder dumm. Ja, wobei... Ja, nee, doch, das war dumm. Egal, wir gucken einfach mal, wenn wir die Wassersäule wieder perfekt nehmen könnten. Ja, ungefähr so ist perfekt. Oh Mann! Warum bin ich jetzt wieder raus aus dem Level? Ich war gerade echt kurz davor, das Ding zu knacken. Ich war kurz davor, das Ding zu knacken. Ja, so dumm es klingt. Ich war. Ah, da habe ich wieder ein bisschen nach hinten gelenkt. Aber wenn ich hier vorne die... Ich weiß halt jetzt auch nicht so genau, ob ich die Säule hier... Ja, Mann! Ich weiß halt nicht, wenn ich vorne ein bisschen langsamer bin, ob ich die Säule dann noch perfekt treffen kann oder ob... Also ich weiß nicht, ob die Säule sich an der Zeit orientiert oder ob es darum geht, wann ich den Screen betrete, wo die Säule dazugehört. Ne, versteht ihr, wie ich meine? Ne, wahrscheinlich nicht. Warum springe ich jetzt immer gegen diese... Weil ich vorher einen Dreisprung gemacht habe. Jetzt habe ich da, glaube ich, einen Doppel... Beziehungsweise ich habe vorher den Dreisprung gemacht und hatte deswegen da immer den einfachen Sprung. Ich glaube, jetzt gerade hatte ich den Doppelsprung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Egal, wir laufen einfach mal weiter. Vielleicht reicht das ja noch. Auch wenn die Säule jetzt scheiße war. Ja, klar, das kann man auf jeden Fall viel, viel besser machen. Aber das war ja... Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade auch so relativ... ja, ne, so wie ich jetzt gerade kommentiere. Aber ich bin natürlich jetzt hochkonzentriert. Das ist, wie ihr euch alle vorstellen könnt, nicht das Allereinfachste. Du blöder Koopa. Das ist halt die Zeit-Challenge, ne? Die Zeit-Challenge, da muss ich auch einfach nur ein bisschen in das... Man muss ein bisschen in das Level reinkommen, ja? Man muss das Level verinnerlichen. Du musst das Level sein, quasi. Sei das Level, oder so ähnlich. Ja, irgendwie schon. Ja, das war doof, aber ist egal. Ja, das ist doch alles dumm. Das ist doch große Grütze alles zusammen hier. So, da... Wieso komme ich da nicht mehr hoch? Ah. Ganz abgesehen davon, dass es sowieso verkackt war, aber warum komme ich da nicht drauf? Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja, das ist gut hier, der Anfang. Den kann ich. Der Anfang ist wirklich gut. Nach, aber dann die Säule so hart verkackt. So hart verkackt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe, dass ich da so unfassbar gut drauf war. Ich muss den Sprung ein bisschen länger ziehen. Dieser Fehler, dass man in den Koopa reinläuft, der nervt mich. Der nervt mich. Der nervt mich. Konzentration, Cornel.
Ja, scheiß drauf. Ich habe ein bisschen Zeit verloren, aber egal. Egal. Yes, das sieht doch ganz gut aus. Konzentrier dich, du Maus. Warum machst du das? Ach, das sah doch ganz gut aus. Nein, das war der Fehler, den ich nicht machen darf. Ach, meine... Och, das war so gut, ey. Wo bin ich jetzt nochmal gestorben? Oh, damn. Das ist so gemein, ey. Ach, ist das gemein, ey. Das ist so gemein. Och, nicht gegen die Röhre springen oder ich raste aus. Wo soll ich denn da hin? Ich verstehe nicht so ganz, wie ich das da... Also... So ein bisschen aggressiv macht mich das Ganze schon. Connell, die werden noch viel schwieriger. Wie willst du das jemals schaffen? Kennst du Übung? Kennst du nicht, oder? Ja. Ich bin ja auch gerade mal erst 9, 8, 9, 10 Minuten am Machen, ne? Das ist... Also... Das sei mir mal gegönnt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jetzt konzentrier dich, kleine Maus. Nein! Lauf um dein Leben! Du kannst es noch schaffen! Nein, kann er nicht mehr. Was muss ich hier machen? Ich muss auf die... Oh, ich muss auf den Block und dann auf die Palme. Okay. Das kriegen wir hin. Das ist alles gar kein Problem. Ah, der Anfang ist optimal. Ja, so muss man den laufen. Da kann man nicht viel besser machen, glaube ich. Egal. Ich glaube, dass... Ah ja, die Palme war jetzt unnötig. Ja, das können wir nicht mehr schaffen, aber ich würde trotzdem gerne mal wieder zu Ende laufen. Oder einfach sterben, damit ich nochmal neu anfangen kann. Jetzt die große Frage. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte es schaffen. Manchmal habe ich das Gefühl, es dauert noch ein bisschen. Beende ich jetzt gleich den Part? Das ist die Frage der Fragen. Die Frage der Fragen, die gefragt werden. Ja, komm. Wir könnten natürlich jetzt auch einfach das Level schaffen und dann beenden wir natürlich den Part. Ist ja ganz klar. Oh, fuck. Ja, danke. Jetzt, ja! Aua! Hau dich nicht immer selber, Cornel! Hau dich nicht immer selber, das tut voll weh! Aua! Oh, das sind Schmerzen! Ich hatte so Angst, dass ich es am Ende noch verkacke. Ich glaube, ich habe einen Drehsprung gemacht, oder? Irgendwo? Ich glaube, der war nicht geplant. Oh, fuck, ey! Egal, wir haben es geschafft. Maxi Ei Gluck Gluck. Ich glaube, wir haben wieder drei Herausforderungen geschafft, oder? Hier Maxi Ei Gluck Gluck, das mit den Münzen und ich glaube eine One-Up Rally. Hatten wir das in diesem Part? Ich glaube schon. Egal, wie auch immer. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Cornel.